Mehrere Wohnungen durchsucht Razzia gegen Islamisten in Berlin. Stand 14.12.2017, 11:02 Uhr, Seitenanfang. Die Polizei hat in Berlin mehrere Wohnungen von mutmaßlichen Islamisten durchsucht. Dabei ging es um IS-Kontakte. Laut RBB bestand aber keine Verbindungen zum Umfeld des Berlin-Attentäters Amri. Von Michael Götschenberg, ARD Hauptstadtstudio. Die Razzia richtet sich gegen mehrere Personen in der islamistischen Szene. Hintergrund der Maßnahme in Berlin seien Ausreisen zum IS, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Hinweise auf einen geplanten Anschlag gibt es nach Informationen des RBB nicht. Razzia am frühen Morgen in Berlin, RBB. Ein direkter Bezug zum Fall Anis Amri, wie in einzelnen Medien berichtet, sei nicht zu erkennen, erfuhr der RBB aus Sicherheitskreisen. Amri hatte vor knapp einem Jahr mit einem LKW einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz verübt und dabei 12 Menschen getötet. Martin Krebers, RBB, mit Informationen zur Razzia. Tagesschau 24, 11 Uhr, 14.12.2017. Download der Videodatei. Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: klein, H264, mittel, H264, groß, H264, HD, H264. Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und Ziel Speichern unter auswählen. Video einbetten. Nutzungsbedingungen. Embedding. Tagesschau. Durch Anklicken des Punktes Einverstanden erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht exklusiv die Nutzung des Tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie, redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tagesschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR. Der Nutzer garantiert, dass das über Lars-Seney-Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird, sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR-Videoplayer und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das über Lars-Seney-Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitskin oder Overlay. Der Videoplayer wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer